Nun, die Hauptverursacher sind beseitigt worden. Wir werden sie in dieser Schule bleiben lassen. Und alle, die ihnen folgen werden, werden für immer aus der Schule verschwinden. Okay, Diana, wir fangen an, erfolgreich zu sein. Wer bin ich also für dich? Im Moment bist du meine BF. Ich hab dich ja auch erschaffen. BF? Beste Freundin? BF? Patrick, hast du das gehört? Sie ist ihre beste Freundin. Ja, BF. Ich verstehe das nicht. Wo sind Layla und Jana? Ich hoffe, sie sind in der Schule. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wie? Okay, und wessen Schule ist es? Unsere! Leute, ich verstehe, dass ihr diese Schule nicht verlassen wollt, aber das ist wirklich zu viel. Was macht ihr hier noch? Ihr seid raus, versteht ihr? Diana, ich unterrichte und die Schüler lernen. Deshalb solltest du rausgehen und aufhören, uns abzulenken. Lehrer Mike, haben Sie vielleicht vergessen, dass Sie von dieser Schule gefeuert wurden? Footballer, Eis, ich verstehe nicht. Seid ihr im selben Team? Oder was soll das hier? Diana, wir unterstützen sie nicht, aber die haben die Schule besetzt. Diana, wir wollen lernen und in der Schule wurde es so langweilig. Ja, und ich bekomme gar kein Trinkgeld mehr im Café. Ja, und das Basketballteam hat sich aufgelöst. Ich verstehe nicht. Seid ihr im selben Team? Willst du sagen, dass ihr jetzt alle zusammen seid und gegen mich seid? Ja, Diana, es ist jetzt einfach so, dass wir alle wieder lernen wollen, die Schüler und auch ich. Und alle wollen zusammenhalten, aber du lässt sie nicht. Lehrer Mike, was? Ich möchte sie daran erinnern, dass sie ursprünglich alle gegen mich waren. Footballer, Eis, Timur, warum habt ihr mir das angetan? Ich hab euch nicht einmal rausgeworfen. Aber es ist okay. Jana und Layla werden bald hier sein und ihr werdet diese Schule für immer verlassen. Okay, Diana hat alles gesagt, was sie wollte. Wir können jetzt weitermachen. Lehrer Mike, Diana weiß noch nichts von Jana und Layla. Ja, aber sie wird es bald rausfinden. Arme Diana, ich bin so ein Verräter. Dima, wir alle sind Verräter und du bist einer von ihnen. Ja, Leute, warum seid ihr so besorgt? Die Schule ohne Schüler ist keine richtige Schule und die Tatsache, dass Diana sich ausspielt, ist nicht unser Problem. Und was haben wir überhaupt gemacht? Wir wollen einfach jetzt wieder lernen hier, was man in der Schule halt macht, okay? Hört einfach auf. Lehrer Mike, ich muss Diana suchen. Ich kann sie nicht allein mit ihren Problemen lassen. Dima, setz dich. Wenn du jetzt zu Diana gehst, denkst du, das bringt irgendwas oder was? Ich rede da nicht mehr mit dir. Kostja, was du da machst, ist Erpressung. Okay, jetzt ist die ganze Schule unter unserer Kontrolle. Und ich werde einen Artikel mit dem Titel Layla und Jana haben die ganze Schule besiegt. Sogar Diana schreiben. Wir sind genial. Mädels, endlich habe ich euch gefunden. So etwas passiert dort. Es ist schrecklich. Lehrer Mike erteilt irgendwie eine Unterrichtsstunde. Und wisst ihr was? Die Footballer haben uns verraten. Sie sind jetzt bei ihnen. Schrecklich. Siehst du, Diana? Jeder betrügt dich. Und was bedeutet das? Mädchen, was ist los mit euch? Und warum habt ihr meine Anrufe nicht beantwortet? Wisst ihr, wie oft ich versucht habe, euch anzurufen? Und wenn ihr hier in der Schule seid, warum gibt Lehrer Mike dann eine Unterrichtsstunde? Ich verstehe gar nichts mehr. Nun, wir haben beschlossen, dass wir uns nicht mit der ganzen Schule streiten sollten. Ja, wir haben beschlossen, uns mit allen zu versöhnen, aber wir haben eine Bedingung. Wir werden in dieser Schule das Sagen haben. Aber du kannst hier weiter lernen, keine Sorge. Ja, Diana, bitte lerne hier weiter. Mädels, was? Ihr schockiert mich. Seid ihr verrückt? Zuerst wart ihr meine besten Freunde sozusagen. Dann habt ihr mich dazu gebracht, fast alle Leute aus der Schule zu werfen. Und jetzt habt ihr euch mit allen versöhnt und die Leitung übernommen? Also wirklich, ich hab die Schnauze voll von euch. Ja, alle lieben uns so sehr, wow. Ja, sie waren so froh, dass wir sie in die Schule gelassen haben. Aber jetzt, Diana, hassen sie dich noch mehr, weißt du? Das habt ihr also gemacht, Mädels. Ihr habt mich nur ausgenutzt und in Wirklichkeit gab es gar keine Freundschaft zwischen uns. Ihr wolltet nur in meiner Schule das Sagen haben. Aber das ist in Ordnung, Mädels. Es wird zu euch zurückkommen wie ein Bumerang. Sowas nennt man Karma. Also, ciao. Sie will uns mit dem Bumerang erschrecken. Jana, beruhige dich. Sie glaubt einfach noch an sich. Lass sie ein bisschen träumen. Das tut ihr vielleicht auch ein bisschen gut. Lass sie einfach. Es ist an der Zeit, dass wir diese Schule regieren. Hey Mädels, darf ich abschreiben? Bros, weißt du noch, dass ich eifersüchtig werde? Du kannst nur mich fragen. Sprich nicht einmal mit ihr. Ja, sprich nicht mit mir. Denn Grünschopf hat mir gesagt, dass sie in diesem Fall nicht mit mir sprechen wird. Grünschopf, Schatz, darf ich dann von dir abschreiben? Ich bin noch gar nicht fertig. Hallo Mama, ich bin wieder in der Schule. Welche Diana? Diana hat jetzt nicht mehr das Sagen hier. Knapper, knapper! Freust du dich über die Veränderungen? Nicht wirklich. Ich werde nicht auf diese Mädchen in blauen Röcken hören. Früher war es besser. Frösche, warum jammert ihr? Es gibt halt Veränderungen. Was soll man machen? Diana ist nicht hier diejenige, die jetzt irgendwas entscheidet. Ich weiß nicht, ich fühle mich wie ein Verräter. Diana hat mich nicht mal rausgeschmissen oder so. Max, heute hat sie es nicht getan. Aber morgen könnte sie es tun. Sei froh, dass du hier in der Schule mit uns zusammen bist. Okay, Diana, hör auf zu weinen. Ich sehe, dass du dachtest, ihr würdet wieder Freunde werden. Aber nein, sie haben dich verraten. Sie haben dich nur benutzt. Aber das macht nichts. Du hast ja dein Maskottchen, das dich als Einziger unterstützt und dich sicher nie verlassen wird. Ich bin so froh, dass er da ist.
Hallo 11. Klasse. Hallo 11. Klasse. Geht es euch gut? Geht es euch gut? Hallo. Erinnert ihr euch, wer in dieser Schule das Sagen hat? Wer hat euch wieder in die Schule gebracht? Jana und Leila. Ihr seid die Besten. Leute, ist das euer Ernst? Wollt ihr tun, was sie sagen? Das ist doch lächerlich. Ich sehe, dass es allen hier gut geht, außer Knopper. Knopper, willst du, dass wir dich rausschmeißen aus der Schule? Knopper, hast du vergessen, dass du und Diana Konkurrenten seid? Und du sollst froh sein, dass wir dir eine Chance gegeben haben. Ja, wirklich. Knopper, sei still. Das Bunny-Team hat sich aufgelöst. Jetzt werden wir die coolsten Cheerleader der Schule sein. Knopper, du solltest besser mit uns befreundet sein. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat? Du kannst diese Schule in einer Sekunde verlassen, wie eine Seifenblase. Smile, bedeutet das, dass sie Diana verraten haben? Ich denke schon. Natürlich tut es mir leid für Diana, aber ich möchte diese Schule wirklich besuchen. Runter von meinem Schreibtisch, sofort. Sonst liegst du gleich auf dem Boden. Verstehst du, was ich sage? Okay, okay, Knopper, warum bist du denn so gemein? Hast du schlechte Laune? Wir reden später weiter, Knopper. Nun, ich war auch mal Dianas Freundin, aber ich war nie so eine Ratte. Knopper, willst du rausgeschmissen werden? Wir wollen nichts damit zu tun haben. Hey, die Frösche werden nicht tun, was sie sagen. Versteht ihr? Maskottchen, sie haben mich verraten. Und warum? Warum verhält sich jeder so mit mir? Sie waren doch einmal meine Freunde. Maskottchen, warum sagst du denn nicht etwas? Okay, also lassen Leila und Jana sie in die Schule. Lehrer Mike hält gerade eine Unterrichtsstunde und ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott. Weißt du, Diana, ich unterstütze Jana und Leila. Ja, aber sie haben mich doch verraten. Warte, was? Du unterstützt sie? Was ist denn jetzt los? Weißt du, Diana, die Mädchen machen sich ganz gut. Was meinst du damit, Maskottchen? Die Tatsache, dass sie zuerst meine besten Freunde waren, hat mich dazu gebracht, fast die halbe Schule rauszuschmeißen. Und jetzt sind sie für meine eigene Schule verantwortlich. Und haben sich mit allen anderen versöhnt. Und das gelingt ihnen auch nicht schlecht? Ich verstehe nichts mehr. Sieh mal, Diana, du hast alle rausgeschmissen, aber sie haben alle zurückgeholt. Und die Situation in der Schule ist jetzt cool. Das heißt, du bist auf ihrer Seite? Okay, Maskottchen, raus aus meiner Umkleidekabine. Sofort. Bitte, geh raus. Diana, das hast du dir selbst eingebrockt. Und bald bist du selbst aus der Schule raus und diese Garderobe wird nicht mehr dir gehören. Ich bin schockiert. Sogar das Maskottchen hat mich verraten. Haben sie sich alle gegen mich verschworen? Okay, jetzt habe ich in dieser Schule nichts mehr zu tun. Nur noch Verräter sind hier. Weißt du, Diana, Diana und Leila machen mich wirklich wütend. Und wenn ich du wäre, würde ich nicht so schnell nachgeben. Oh, Frösche, was machst du denn hier, Knopper? Ich bin gleich weg. Ihr werdet euch ohne mich viel besser fühlen hier in der Schule. Weißt du, Diana, ich würde nicht sagen, dass es ohne dich besser wäre. Diana und Leila machen mich wirklich wütend. Und wenn ich du wäre, würde ich nicht so schnell nachgeben. Alle in dieser Schule sind gegen mich. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich will nicht mit Verrätern lernen. Weißt du, Diana, du hast einfach keine Unterstützung. Und wenn du Unterstützung hättest, könntest du alles ändern. Das Maskottchen war meine letzte Stütze. Und auch er hat mich verraten. Okay, Frosch, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich meine Sachen packen. Ich bin gleich weg. Weißt du, Diana, ich mag die Veränderungen an unserer Schule nicht. Ich kann dich unterstützen. Ich weiß, dass ich zum Team der Frogs gehöre. Aber du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde bestimmt nicht so eine Ratte wie Jana und Leila sein. Warum solltest du das tun, Frosch? Ich will einfach nicht das tun, was diese Tussis sagen. Weißt du? Und was ist dein Plan, Knopper? Wir müssen bekannt geben, dass wir BFs geworden sind. Wir können nicht BFs sein. Du bist doch eine der Frösche. Nun, es tut mir leid. Ich bin, wer ich bin. Okay, dann werden wir dich verändern. Abgemacht. Abgemacht. Aber wag es nicht, mir etwas vorzumachen. Leute, sagt Prost. Wir haben Diana besiegt. Ja. Yeah. Aber Mädchen aus unserem Froschteam ist verschwunden. Oh, ich glaube, Knopper hat zu viel Angst vor den Veränderungen in der Schule. Wenn es dir nicht gefällt, weißt du, wo die Tür ist. Hey Mädels, ich habe eine Frage. Wird Diana auf diese Schule hier weiterhin gehen? Oder habt ihr sie rausgeworfen? Wir sagten, wenn sie wolle, könne sie bleiben. Was kann sie schon tun? Sie ist nicht mehr diejenige, die hier Entscheidungen trifft. Costa, verstehst du? Nein, Dima, ich will nichts damit zu tun haben, okay? Na gut. Wisst ihr was? Diana ist ein starkes Mädchen. Bald wird sie wieder entscheiden, okay? Habt ihr mich verstanden? Hören wir etwas? Das ist alles er. Er ist ein Verräter. Ich mag ein Verräter sein, aber es ist nicht meine Schuld, dass ich Diana liebe. Hey, Dima, sei still. Ich könnte bestimmt jeden Moment mit Diana wieder zusammen sein. Moment. Wir sind vom Thema abgelenkt. Wir haben nicht darüber gesprochen, wer mit wem ausgeht, sondern wer hier das Sagen hat. Wir regieren hier, verstanden? Gehöre ich nicht mehr zum Bunny-Team? Bin ich jetzt ein Verlierer? Diana hat das Sagen verloren und Julie hat das Sagen auch nicht. Kuckuck, ich sitze hier noch. Du müsstest aber eigentlich das Sagen haben. Mary, ich glaube, Knopper ist weg. Komm schon, lass uns entscheiden, wer der Kapitän sein wird. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bitte lasst mich eine Cheerleaderin sein. Oh ja.
1, 2, 3. Leute, warum hört ihr nicht auf, euch in meinem Café zu küssen? Eure Spucke ist einfach überall, habt ihr verstanden? Wir küssen uns, wo wir wollen. Okay, lass uns zusammen diese Verräter besiegen. Auf geht's! Eine neue Schülerin? Für dich, Lehrer Mike, ja. Sieh an. Diana hackt wieder irgendwas aus. Jana, Layla. Herrschaft! Ja! Ich verstehe das nicht. Wer ist das? Ein neues Mädchen? Ein starkes Mädchen. Los, zeig es allen! Und jetzt hört ihr mir zu. Ihr habt mich verraten. Das Maskottchen hat mich verraten. Selbst die, die ich nicht rausgeschmissen habe, haben mir das angetan und ich wurde ganz allein gelassen. Versteht ihr? Leute, ich glaube, Diana meint es ernst. Was passiert jetzt nur? Und wer ist das neben ihr? Ich weiß es nicht, aber sie ist neu. Zum Feiern ist es noch zu früh, Mädels. Keiner wird euch zuhören. Und hört auf, das Bunny-Team zu blamieren. Sieht den Anzug aus, auch wenn sie alt sind. Leute, bringt sie hier weg. Das sind Betrüger. Raus. Diese Schule gehört uns. Ja, uns. Oh, Smile, ich sehe, dass du der Erste bist, der uns ruft. Und während du hier schreist, postet deine Nastia neue Fotos mit einem Boxer. Das war wohl eine kurze Beziehung. Was? Wisst ihr, Mädels, ich war bereit aufzugeben und diese Schule für immer zu verlassen. Aber ich werde sie unterstützen. Und jetzt müsst ihr gehen. Also verschwindet hier. Und zieht euch um, damit wir uns nicht blamieren. Wo waren wir stehen geblieben? Wisst ihr was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich finde, dass Diana die Schule leiten sollte. Oder, Leute? Nicht? Ja, Smile, Diana sollte hier das Sagen haben. Ihr werdet es noch bereuen. So leicht werden wir nicht aufgeben. Und all die Schüler, die gegen uns waren, werden das bereuen. Wir sehen uns bald. Okay, für alle, die nicht mit Diana lernen wollen, ist die Tür genau dort. Und Frösche? Ihr könnt auch gehen, wenn ihr wollt. Diana, ich wusste immer, dass du gewinnen würdest. Okay, wir haben uns also mit den wichtigsten Rudelsführern befasst. Wir werden sie in dieser Schule bleiben lassen. Und alle, die ihnen folgen werden, werden für immer aus der Schule verschwinden. Versteht ihr? Okay, Diana, wir fangen an, erfolgreich zu sein. Wer bin ich also für dich? Im Moment bist du meine BF. Ich habe dich ja auch erschaffen. BF? Hast du das gehört? Sie ist ihre beste Freundin. Ja, BF. Leute, ich glaube, ich versuche Diana wieder zurückzugewinnen. Und sie hat jetzt plötzlich einfach eine neue beste Freundin. Okay, Leute. Jetzt hat sich in dieser Schule alles geändert und niemand wird uns mehr verraten. Leute, wünscht mir Glück. Es ist nicht leicht, ihre Freundin zu sein. Knapper. Okay, Leute, like das Video, abonniert und klickt auf die Glocke. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.